interventionistische Linke Düsseldorf einen kurzen Redebeitrag zum Thema Wohnungspolitik halten. Wir haben uns heute hier versammelt, um gegen eine ungerechte städtische Wohnungspolitik der Verdrängung und des spekulativen Leerstands an Wohnraum zu protestieren. Es handelt sich hierbei aber keinesfalls um ein lokales Problem. Die Menschen in Hamburg, Berlin und München, um nur einige Städte zu nennen, sind mit den gleichen Problemen konfrontiert wie wir. Wohnraum ist zur Ware geworden. Allein in Düsseldorf stehen tausende Wohnungen leer. Wohnungen, die sich im Besitz von privaten Immobiliengesellschaften befinden. Genauso wie Wohnungen, die der Stadt gehören. Darüber hinaus soll in Düsseldorf bis zu 1 Million Quadratmetern Büroraum ungenutzt leer stehen. Aber ein Baustopp ist nicht in Aussicht. Ganz im Gegenteil. In Düsseldorf wurde und wird allerorts neu gebaut. Die neuen Bauvorhaben beschränken sich jedoch fast ausschließlich auf prestigeträchtige Luxuswohnanlagen und Büroräume. Der Leerstand bedeutet gleichzeitig die Verknappung von Wohnraum. Hohmieten sind die Folge. Hierdurch setzt eine Politik der Verdrängung ein. Niedrigverdiener und Erwerbslose werden an den Rand der Stadt, die Peripherie oder ganz in die Wohnungslosigkeit verdrängt. Während für private Unternehmer das Interesse an steigenden Profiten durch Mieteinnahmen im Vordergrund steht, nutzt die Stadt immer wieder die Option des Verkaufs leerstehender Grundstücke, um kurzfristig Löcher im öffentlichen Haushalt zu stopfen. Auf der Strecke bleibt dabei unser Recht auf Stadt. Aber auch die Menschen bleiben dabei auf der Strecke. Berufseinsteiger und Niedrigverdiener, Erwerbslose und alte Menschen, genauso die alternative Lebensstile und Wohnprojekte. Wir fordern unser Recht auf Stadt zurück. Es darf nicht sein, dass Menschen aus ihrem Wohnumfeld leerstehenden Prestigeobjekten weichen müssen. Die Stadt gehört uns allen. Linken in Düsseldorf sagen, Wohnraum darf keine Ware